Mahlzeit! Leute, ich kann euch sagen, das ist eins meiner leckersten Rezeptvideos, die ich bisher gemacht habe. Und zwar habe ich mir zu Garnelen- und Putenspieße jeweils eine Marinade ausgedacht und wieder auf dem Wandergrill gegrillt, in kleiner Familienrunde. Ich bin selbst so mein ziemlich größter Kritiker, aber auch ich bin begeistert, wie ihr seht, hoffentlich. Schaut es euch am besten einfach an. Viel Spaß dabei! Hier die Zutaten, die ich für die beiden Marinaden benutzen werde. Erstmal ganz klassisch Salz und Pfeffer. Dann habe ich eine schöne Gewürzmischung, die ich vom Matze vom Kanal der Sendung mit der Schmormaus bekommen habe. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Du siehst, ich kann mit den Gewürzen auf jeden Fall was anfangen. Dann habe ich hier einmal Zitronengraspulver. Paprika edelsüß, das habe ich mir dann noch selber geholt. Dann Knoblauchpulver, Senfpulver, mildes Chili, Zwiebelpulver und Galgantpulver. Das ist irgendwie wohl so eine große Ingwerwurzel. Gehört hatte ich schon davon. Benutzen tue ich sie jetzt das erste Mal. Dann habe ich hier noch Zitronenthymian. Ich hole den immer im Gartencenter in einem Baumarkt. Da gibt es auch so schöne Varianten wie, weiß nicht, Erdbeerminze und so eine Sachen. Wenn man sich hier was abzupft. Ach, will gerade nicht. Jetzt. Okay, mehr als ich wollte. Egal, brauche ich eh gleich. Und dann zwischen den Fingern so ein bisschen reibt. Ach, riecht man schön. Die Zitronennote. Feine Sache. Damit sind die Zutaten aber noch nicht komplett. Ich werde die beiden Marinaden jetzt nur soweit schon mal vorbereiten und morgen bei meiner Mutter dann fertig machen, weil dort im Garten werde ich den Grill wieder aufstellen. Bei mir macht sich das ein bisschen blöd. Das Einzige, was man jetzt groß in Anführungszeichen vorbereiten muss, ist der Zitronenthymian. Da stelle ich mir jetzt einfach ein bisschen was ab. Man braucht auch nicht groß irgendwie was wegschneiden oder so runterziehen, weil der Teil ist sehr weich. Den kann man mitessen, so ähnlich wie bei der Petersilie oder Basilikum. Nur der untere Teil vom Thymian, der dann halt so holzig ist, den halt wiederum nicht. Und wird jetzt einmal fein gehackt, damit das ätherische Öl, was dann durch das Schneiden austritt, sich gleich mit den Gewürzen verbinden kann. Dann gebe ich die anderen Zutaten hinzu. Zitronengraspulver, so, Chilipulver, auch wenn es mild ist, bin ich da etwas vorsichtig. Dann noch Salz, einmal vermischen. So, jetzt hätte ich fast das Galgant vergessen, wenn ihr sowas nicht findet. Dann ja, nimmt einfach Ingwerpulver. Jo, und bei der Marinade für das Putenfleisch gibt es überhaupt keine Schnippelei. Einfach die Gewürze rein, Senfpulver, das Paprikapulver, Zwiebelpulver. Oh, irgendwie liebe ich das Zeug. Vielleicht, weil es mich so an Zwiebelringe erinnert. Und das Knofi-Granulat. Ja, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Ein bisschen brauner Zucker. Das ist gerade so ein schöner Kontrast zu der Schärfe. Das Aroma vom Senfpulver. Dann gibt es ja die schöne Variante. Honey Mustard, also Senf, Honig. Außerdem karamellisiert dann der braune Zucker schön beim Grillen gleich. Morgen kommt dann noch etwas Salz und Pfeffer rein. Erzrichter bekommen der nächste Tag. Die Petersilie soll aber nicht auf dem Deckel bleiben, die wird jetzt mal klein gehackt. Und kommt dann die Marinade für das Putenfleisch. Dann habe ich hier noch einmal frischen Knoblauch. Das Ganze ist eine Knolle. Also ich werde vielleicht die Hälfte höchstens davon nehmen. Also ungefähr die Größe, sag ich mal, von, ja, es wird sein, 2 Knoblauchzehen. Muss jetzt nicht ganz fein sein, ich zeige euch gleich natürlich warum. Nebenan hört man vielleicht meinen Cousin und meine Mutter quatschen und ich mache hier das Essen. Tja, so ändern sich die Zeiten. Normalerweise würde ich jetzt eigentlich da ein bisschen Salz rangeben, da ich das aber schon in meiner Marinade drin habe, gebe ich einfach ein bisschen was von dem, einer Gewürzmischung mit dazu. Und das Ganze wird jetzt am besten mit einem wirklich großen Messer ein bisschen gedrückt. Und zerrieben, quasi eigentlich zerstampft, wenn man so möchte. Außerdem verbindet sich so der Knoblauch viel besser mit den Gewürzen. Kommt jetzt in die Gewürzmischung mit rein für die Garnelen. So, man braucht es jetzt aber nicht so genau vermischen, denn da kommt jetzt noch etwas Thymian, Zitronenöl rein. Das wird gleich etwas komisch aussehen, ich sag's euch jetzt schon mal. Und eine klitzekleine Spritze Weißwein. Okay, ein bisschen größer als ich wollte, ist egal, ich glaube, da beschwert sich keiner. Und bei der Marinade für das Putenfleisch einfach nur Rapsöl. So, die Garnelen kommen in die Marinade, werden die schön in der Marinade gewälzt, ein bisschen einmassiert. Ich sag ja, die Farbe ist ein bisschen komisch, aber das ändert sich, nachdem die gegrillt wurden. Werden richtig lecker aussehen und vor allem richtig lecker schmecken. Und das Putenfleisch in die andere Marinade. Das Fleisch und die Garnelen sind jetzt eingelegt, werden das nochmal kalt gestellt, dass die Marinade schön durchziehen kann. So, die Zeit des Marinierens ist vorbei. Jetzt wird es aufgespießt. Oh, allein schon, wie das duftet. Dann sollte man auch halbwegs gleich große Stücke dran machen. Wobei,
Passt schon, kriegen wir hin. Das hört sich an, als wenn jemand im Hintergrund pinkeln würde wahrscheinlich. Ja, wenn du da irgendwas gießt, kannst du ja mal kurz Hallo sagen, dann kommt es im Outtake-Video rein. Hallo, hier ist Mutter. Oh, die Garnelen werden gleich zweifach aufgespießt. Vorne und hinten, klingt auch komisch. Sagen wir oben und unten. So, diesmal benutze ich den Grill richtig, denke ich jedenfalls. Lüftung erstmal anmachen. Dann die Brennpaste anzünden. Behälter mit der Kohle drauf. Der Deckel kommt ab, ich bin jetzt ungeduldig. Das ist eben das Entscheidende zum letzten Mal. Dass der Deckel da abkommt. So wird der Grill dann auch richtig schön heiß. Kurz warten und dann geht's los. So, in der Mitte ist natürlich die größte Hitze, das heißt, da werden die Stücke am schnellsten fertig sein. Macht die Marinade mal nach. Ich bin gespannt, ob ihr auch so begeistert davon seid wie ich. Ich könnte wieder... Einen habe ich vergessen, egal. Anfang Juli bin ich wieder dran mit dem Wandergrill. Freue mich schon riesig drauf. Unabhängig davon mache ich aber inzwischen noch weitere Grillrezepte. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.